Heute spreche ich über eine weitere Chance für Leben ohne Krankheit. Doch zunächst mein wichtiger Hinweis wie immer. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, soweit und jetzt können wir uns auf den Inhalt konzentrieren. Agilcare als Chance für Leben ohne Krankheit. Gesundheit. Der Wert von Körperpflege. Für unseren Körper und dessen Gesundheit sind wir selbst verantwortlich. Das wissen die meisten Menschen, doch leben sie auch danach? Wie einfach ist der Zusammenhang zwischen Zähneputzen und Zahngesundheit zu verstehen und doch wird es nicht von allen Mitmenschen im täglichen Leben beherzigt. Wie gut verständlich ist es, durch ausreichend Schlaf dem Körper und dem Geist notwendige Gelegenheit zur Erholung und somit für Gesundheit zu geben. Doch beachten wir diese Erfordernisse im täglichen Leben stets ausreichend? Für die äußerliche Reinigung unseres Körpers waschen wir uns und duschen wir regelmäßig, unserem Körper und damit unserer Gesundheit zu schaden. Auch schützen wir uns durch Kämmen oder Haare waschen vor schädlichen Parasitenangriffen. Es gibt also eine Menge Erfordernisse für Körperpflege, ohne deren Erfüllung unsere Gesundheit drastisch gefährdet werden kann. Der Erfordernisse gibt es weit mehr, denen wir nur zu unreichend nachkommen. Der eine mehr, der andere weniger. Da kommen unsere der Gesundheit abträgliche Lebensweise, die oftmals unbedachte Ernährung, der zunehmende Bewegungsmangel, zu häufiger Genussmittelmissbrauch, und fehlende Pausen für Erholung und Rückbesinnung im hektischen Alltag hinzu. Gefragt ist auch die Harmonie im Zusammenhang zu unseren Mitmenschen als ein Faktor für Wohlergehen und gesundes, glückliches Leben. Diese und weitere nicht zufriedenstellende Zustände, die unser Leben leider zunehmend charakterisierend und dessen Qualität einschränken, führen oft gar nicht oder schenken ersten Anzeichen einer beginnenden Erkrankung keine größere Bedeutung. Nach und nach stellen sich aber deutlich spürbare Symptome ein, die auf Erkrankungen zurückzuführen sind. Heilung ist nur durch jeden selbst möglich. Die bedrohlichsten Erkrankungen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Infektionserkrankungen und Beeinträchtigungen des Stütz- und Bewegungsapparates. Diese vier Hauptbedrohungen haben ihre unrühmlich bedeutende Rolle aufgrund dessen, dass sie am häufigsten zum Tode führen. Erkrankungen des Stoffwechsels, der Nerven, unserer Psyche, des Verdauungsapparates, der Atmung, der Haut und vieles mehr kommen hinzu. Hauptsächlich ist beim Auftreten von Symptomen einer Erkrankung als erste Reaktion der Betroffenen der Ruf nach fremder Hilfe zu beobachten. Dann sollen Ärztinnen oder Ärzte, Heilpraktikerinnen oder Heilpraktiker möglichst schnell und wirksam helfen. Am verbreitetsten ist die Hoffnung auf eine Pille, die alles wieder in Ordnung bringt. Welche Enttäuschung folgt mit der Erkenntnis, dass dadurch allein für uns ein glückliches Leben bei guter Gesundheit nicht zu erreichen ist. Hilfsmittel oder Heiler haben noch niemals einen Menschen heilen können. Heilen kann sich jeder Mensch nur selbst. Das gilt für jeden von uns. Zu dieser Erkenntnis muss jeder unbedingt erst einmal kommen, um das Projekt Leben ohne Krankheit für sich umzusetzen. Ein Leben ohne Krankheit, welch wünschenswertes Fundament für ein glückliches Leben. Selbstheilung ist die einzig mögliche Heilung. Selbstheilung. Beachten Sie das bitte immer.
Sie können und müssen für den Erfolg jedoch Beachtliches selbst tun. Nur dann kommen Sie zum Ziel, Leben ohne Krankheit. Natürlich ist oft zusätzlich fremde Hilfe als Unterstützung Ihrer Selbstheilung angebracht. Angebracht und notwendig. Wenn klar ist, dass diese Hilfe hilfreich sein kann und nicht schadet, sollten Sie diese mit einsetzen, aber eben als Unterstützung und nicht nur als alleinige Maßnahme. Das wäre unzureichend. Wie oft sehen wir das bei Menschen, die meinen, allein mit der Hilfe von Medikamenten sich heilen zu können und selbst nichts tun zu müssen? So geht Heilung nicht. Methoden kennen. Nach meiner Auffassung gibt es bereits zahlreiche Leben ohne Krankheit. Zunächst muss man nur wissen, dass es diese Methoden gibt. Beziehe ich mich auf die Methode Agile Care, so kann ich hier davon berichten, wie es denjenigen ergangen ist, die im richtigen Moment von Agile Care wussten, darüber verfügten und schließlich im Kampf für Leben ohne Krankheit als Sieger hervorgingen. Ohne Übertreibung kann man in jedem der Fälle sagen, dass der Moment des wirksamen Umsetzens des eigenen Wissens lebenswichtig war. Zuerst berichte ich von einem Agile Care-Anwender mit einem sogenannten offenen Bein. Bei ihm war aufgrund langer Erkrankung durch Diabetes, das ist die Zuckerkrankheit, eine gefährliche, akute bakterielle Infektion entstanden. Am Bein klaffte eine offensichtlich nicht heilende infektiöse Wunde. Obwohl für ihn individuell an einer Universitätsklinik extra ein Antibiotikum hergestellt wurde, konnte man ihm auch damit nicht helfen. Nun sollte das Bein amputiert werden. Zum Glück erfuhr der Betroffene noch rechtzeitig von einer Methode, die schädliche und gefährliche Bakterien trotz Resistenz gegenüber Antibiotika und schlechter Blutgefäße bekämpfen und vernichten kann. Er wendete nur wenige Minuten diese Methode an, die auf elektromagnetischen Wellen basiert, und vernichtete die Bakterien und somit die Ursache für die bereits geplante Amputation. Ihm blieb die Amputation erspart, dank der Frequenzanwendung mit Agile Care. Sollte es wirklich so einfach sein, lediglich die zylindrischen Handelektroden festzuhalten, dadurch die elektromagnetischen Signale in den Körper zu lassen und somit die Amputation dem Grunde nach zu ersparen? Wenn die Ursache schädliche Bakterien oder überhaupt Parasiten sind, so ist das möglich, wie es die Praxis an diesem Beispiel zeigt. Ungefähr 60.000 Amputationen wegen diabetischen Fußes werden in Deutschland jährlich vorgenommen, um der durch Bakterien erzeugten lebensbedrohlichen Sepsis zu begegnen. Diabetischer Fuß ist eine andere Bezeichnung für das offene Bein. Sepsis für den Zustand der akuten, fiebernden Infektion. Der wahrhaft lebensbedrohliche Zustand soll durch nur wenige Minuten Einbringung elektromagnetischer Wellen zum Wohl der Menschen beendet bleiben können? In dem genannten Beispiel war es so. Der Vorgang ereignete sich vor ca. 10 Jahren und der betroffene Anwender der Frequenzmethode besitzt noch heute seine beiden Beine, die er erfreulicherweise zur Fortbewegung nutzt. Doch folgen Sie meinem Bericht mit dem nächsten Beispiel. In Deutschland sind Hunderttausende von Ausfalltagen durch Erkältung oder grippalen Infekt jährlich zu beklagen. Das ist nicht nur ein großer volkswirtschaftlicher Schaden, sondern bringt für die Betroffenen nur schwer erträgliche Unannehmlichkeiten mit sich. Das sind Unwohlsein, Bettlägerigkeit, Fieber, Gelenkschmerzen, Schluckbeschwerden, Atemprobleme und viele lästige Lebensumstände für die Betroffenen. Jede Erkältung oder grippaler Infekt kann die Menschen schwer belasten und ihre individuelle Lebenserwartung herabsetzen. Menschen geht es so all die Jahre. Häufig tritt
für Menschen sogar mehrfach im Jahr eine Erkältung oder grippaler Infekt ein. Dem kann Wirksames entgegengesetzt werden. Erste Unternehmensleitungen von mittelständischen Firmen begegnen diesem misslichen Umstand mit der Frequenz Körperpflege Agile Care bereits seit über Jahresfrist erfolgreich. Diese umsichtigen Geschäftsführungen haben die Mitarbeiterausfalltage gänzlich auf Null gebracht durch die Bereitstellung des Agile Care Gerätes für die Belegschaft. Bis dahin verursachten hauptsächlich Erkältungen und grippaler Infekt eine beachtliche Zahl von Ausfalltagen. Das für die Anwendung der Frequenzkörperpflege notwendige elektronische Gerät steht in einem Büroraum der jeweiligen Firma und somit allen Mitarbeitern bei Bedarf zur Nutzung zugänglich. Immer dann, wenn sich eine Erkältung oder ein grippaler Infekt ankündigt, zum Beispiel durch Kratzen im Hals oder starkes Niesen, dann greifen die Mitarbeiter zu den Handelektroden und starten das zugehörige Programm Agile Care. Dieses Vorgehen vermeidet somit die durch Erkältungserkrankung oder grippalen Infekt verursachten Ausfalltage. Ausfalltage? Fehlanzeige, zumindest in diesen Firmen. Die Anwendung von Agile Care und damit die Vernichtung schädlicher Bakterien, Viren, Würmer und Pilze ist so einfach, dass jedermann sie beherrscht. Die Zahl der Unternehmen, die somit jegliche Ausfalltage durch Erkältungen oder grippalen Infekt vermeidet, nimmt erfreulicherweise ständig zu. Das dritte Beispiel des Einsatzes von elektromagnetischer Energie zur Körperinfizierung von Parasiten ist der Einsatz gegen Borrelien. Hunderttausende Menschen infizieren sich jährlich mit Borrelien allein in Deutschland. Die Übertragung dieses gefährlichen Krankheitserregers erfolgt längst nicht nur durch einen Zeckenbiss wie in der Vergangenheit, sondern auch durch Mückenstiche und Fliegen. Es war bis in die 1970er Jahre für die in Europa lebenden Menschen kein größeres Problem und relativ ungefährlich, sich mit Borrelien zu infizieren. Erst durch in kriegerischer Absicht vorgenommene gezielte Mutationen der Zecken in bestimmten Labors in den USA machte Borrelien für die Menschen lebensgefährlich. Unverantwortliche Menschen veränderten die Zecke zu einer biologischen Waffe. Einmal freigekommen, erreichten die mutierten Erreger über die Insekten den ganzen Erdball. Die durch Mutation entstandene zusätzliche Übertragbarkeit mittels Mücken und Fliegen macht die Sache noch gefährlicher. Für Betroffene, und das sind jährlich allein in Deutschland Hunderttausende, besteht mit Medikamenten nur für kurze Zeit unmittelbar nach der Infektion eine Chance zur erfolgreichen Behandlung. Sowie jedoch einige Zeit verstrichen ist, gibt es medikamentös keine Möglichkeit zur Bekämpfung der Erreger Borrelien. Was droht dann den Betroffenen? Es folgen Gliederschmerzen, Arthrose, Arthritis, Multiple Sklerose, Alzheimer und viele weitere ernsthafte chronische Erkrankungen infolge der Co-Infektion. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenfunktionsstörungen und Diabetes gehören dazu. Diejenigen Betroffenen, die davon wissen, setzen die Körperpflege mit Agile Care ein. Damit ist es bei vielen Menschen möglich, die Borrelien in deren Körper in kurzer Zeit zu zerstören. Die krankhaften Folgen der Borrelien, wie zum Beispiel Gliederschmerz oder Arthrose, beseitigt der Körper dann selbst. Was zeigen allein schon diese drei hier angegebenen Beispiele des diabetischen Fußes, der grippalen Infekte und des Befalls mit Borrelien? Die Körperpflege mit elektromagnetischer Energie eliminiert die Parasiten, stärkt somit die Abwehrkräfte bzw. ermöglicht es ihnen, mit der Erkrankung fertig zu werden. Anwender von Agile Care gehen als Sieger hervor. Die Hauptsache für ihren Sieg im Kampf für Leben ohne Krankheit ist die Stärkung ihres Körpers für dessen kräftiges Abwehrvermögen. Vergessen Sie nicht, da ist individuelle Körperpflege.
Diese Körperpflege für ein gesundes Leben hat viele Aspekte. Lassen Sie uns einige in weiterer Betrachtung berücksichtigen. Sauerstoffmangel in den Zellen. Wenn Sie erkennen, dass jede Erkrankung mit einer Minderversorgung der Zellen mit Sauerstoff zusammenhängt, so zeigt sich glücklicherweise ein gut gangbarer Weg, den auch Sie gehen können. Schon der hochverehrte Arzt Professor Otto Warburg erkannte bei seinen Forschungen, dass Krebszellen nach mindestens 48-stündiger zusätzlicher Versorgung mit mehr Sauerstoff wieder zu normalen Zellen werden. Krebs geht zurück. Wer weiß das heute in einem von Chemotherapie beherrschten Gesundheitswesen in der Onkologie noch? Für seine Forschungsarbeiten und die wertvollen Ergebnisse, die auch heute noch jedermann nutzen kann, erhielt Warburg 1931 zu Recht den Nobelpreis. Seine Entdeckung würde bei konsequenter Nutzung viele Patienten vor dem nahen Tod bewahren und viele glückliche Lebensjahre ermöglichen. Überall dort, wo Minderversorgung der Zellen mit Sauerstoff zu verzeichnen ist, müssen die Zellen ihre Energiegewinnung von natürlicher Verbrennung mittels Sauerstoff auf andere Prozesse umstellen. Das führt unweigerlich zu vermehrter Ansiedlung von schädlichen Parasiten. Bestimmte Bakterien, Viren, Würmer und Pilze finden im Milieu dieser Zellen für sie günstige Lebens- und Existenzbedingungen, die den Menschen jedoch krank machen. Schon nach geringer Zeit stellen wir fest, dass die Parasiten aus der Balance geraten. Begünstigend dafür wirkt das unnormale Milieu der Zellen. Wir finden in solchem ungeratenen Parasiten ein saures Milieu vor. Ein zu geringer pH-Wert führt dazu, dass Zellen entarten und zu Krebszellen werden. Daran haben nachgewiesenerweise die schädlichen Parasiten ihren Anteil. Zwischen den Organismus belastenden Parasiten und dem sauren Zellmilieu, das von Sauerstoffmangel gekennzeichnet ist, stellt sich eine uns krank machende und die Erkrankung erhaltende, unerwünschte Symbiose ein. Wir können auch davon sprechen, dass sich dort eine Erkrankung etabliert. Dabei ist es für unsere Erkenntnis und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen unbedeutend, ob erst Sauerstoffmangel vorlag, der die Parasiten begünstigte, oder ob es zeitlich umgekehrt abläuft. Dass nämlich die Parasiten für sie günstige Bedingungen im Zellmilieu vorfinden und sich dann Bedingungen im Zellmilieu vorfinden und sich danach durch deren Vermehrung Sauerstoffmangel einstellt. Mir ist keine Erkrankung bekannt, die nicht mit einer Minderversorgung der Zellen mit Sauerstoff zusammenhängt. Wir können einerseits, so wie es Warburg als erster erforscht hat, die Zellen verstärkt mit Sauerstoff versorgen. Wir können aber auch durch Zerstörung der Parasiten die Symbiose aufbrechen, um gesunde Verhältnisse zu schaffen. Gesunde Verhältnisse sind von ausbalancierten Parasitenverhältnissen charakterisiert. In zahlreichen Seminaren und Veröffentlichungen habe ich Maßnahmen für mehr Sauerstoff für die Zellen beschrieben, die jedermann nutzen kann. Hier gehe ich nachfolgend nur auf die Parasiten ein. Lernen Sie hier, dass Sie mit gezieltem Einsatz elektromagnetischer Energie selektiv belastende, schädliche Parasiten zerstören können. Jede Erkrankung hat laut Dr. Royal Ronald Rife eine definierte elektromagnetische Signatur. Auf der Basis ihrer individuellen elektromagnetischen Signatur kann die Erkrankung durch spezifische, komplexe elektromagnetische Schwingungen beseitigt werden. Dieser Zusammenhang wurde in den zurückliegenden mehr als 80 Jahren vielfach klinisch bewiesen und erweist sich gegenwärtig weiterhin als wahr. Warum wollen Sie nicht diese Erkenntnisse für Ihr Wohlergehen nutzen? Ich selbst habe über mehr als 28 Jahre Erfahrungen mit der Anwendung der elektromagnetischen Signatur und verfolge die Berichte anderer Forscher und Anwender zu diesem Thema. Das
motiviert mich, seit geraumer Zeit meine eigenen Entwicklungsarbeiten fortzusetzen. Nach Jahren ist es mir endlich gelungen, ein Gerät für die Anwendung zu entwickeln. Es heißt Agile Care und hat sich bereits sehr gut bewährt. Aufgrund der geringen Anschaffungskosten kann es jedermann benutzen. Menschen setzen es ein und überwinden schließlich durch die Ertüchtigung ihres Abwehrsystems Borreliose, grippale Infekte, Malaria, Lungenerkrankungen, neuronale bedingte Erkrankungen, Entzündungen, Stoffwechselerkrankungen, Infektionen, Störungen im Stütz- und Bewegungsapparat und viele andere ihr Wohlbefinden bis dahin beeinträchtigende Baustellen. Aufgrund der einmalig großen Anzahl von Frequenzmustern im Agile Care bin ich dazu gekommen, es Agile Care Pro zu nennen. Ihren Krankenstand drastisch reduziert. Nicht wenige Unternehmen stellen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Büro Agile Care Pro zur Nutzung zur Verfügung und eliminieren Arbeitsausfälle infolge Erkältung oder grippalen Infekts. Jeder kann sich selbst die ökonomischen Vorteile für die Unternehmen ausrechnen, die Agile Care im Büro bringt, aber auch die individuellen gesundheitlichen Vorteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aufgrund dessen, dass die Anwendung bei Beachtung der Gebrauchsanweisung ohne Gefahren und Risiken möglich ist, kann ich Ihnen die Selbstanwendung von Agile Care Pro nur empfehlen. Das ist umso bedeutender, wenn in Ihrer Nähe kein Arzt existiert, der seinen Patienten diese Methode anbietet. Weltweit wird die Methode nach Dr. Rife vielfach eingesetzt, insbesondere dort, wo die herkömmliche Behandlung mit Antibiotika oder Chemotherapie entweder zu teuer, zu riskant oder nicht erfolgreich sind. Der Gerätepreis von Agile Care Pro ist niedrig. Diese Anschaffung kann sich fast jeder leisten. Es ist über den Shop im Internet sogar per Ratenzahlung erhältlich. Damit können auch Menschen mit schmalem Geldbeutel Agile Care Pro nutzen. Ein nur mit geringen finanziellen Mitteln ausgestattetes afrikanisches Dorf schaffte es aufgrund des niedrigen Preises für seine Bewohner Agile Care Pro gegen die Erreger von Malaria, Cholera, AIDS oder Ebola bereits anzuwenden. Agile Care Pro könnte jeden Haushalt bereichern und Lebensqualität bringen. Sehen Sie dazu das Video mit mir und dem Geschäftsführer des Mediaunternehmens, Herrn Michael Zerkowski. Guten Tag, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Guten Tag, Werner. Guten Tag, Michael. Heute haben wir eine praktische Vorführung des Gerätes Agile Care. Es gab dort relativ viele Anfragen und auch Bitten, das Ganze einfach mal zu zeigen. Und wir haben uns dann gemeinsam entschieden, es in Form eines Interviews zu tun, also nicht anonymisiert, irgendwelche Abläufe, wie setzen Sie dieses Gerät Agile Care ein? Und Sie werden das gleich auf unserem Anwendungsplatz nachvollziehen können. So, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, mit dem Sehen ist jetzt ein bisschen eingeschränkt. Wir sind an unserem Anwendungsplatz und werden Ihnen das Ganze kurz erläutern und zeigen. Der prinzipielle Aufbau, also Computer oder Laptop, das Ihnen bekannte Agile Care Gerät. Werner, wie gehen wir jetzt prinzipiell vor bei einer Diagnostik, zum Beispiel Borreliose? Wie sollten wir dort mit dem Gerät umgehen? Also wenn ich unter Borreliose leide, dann habe ich ja eine parasitäre Infektion von Bakterien. Und zu diesen Bakterien der Borreliose haben wir mehrere Programme. Diese Programme suche ich auf dem Computer aus. Das ist überhaupt kein Problem. Der Computer macht das unter Windows ganz einfach. Und hier verbunden mit dem Agile Care sind die zugehörigen Standardelektroden, die nehme ich in die Hand. Dann starte ich das Programm am Computer und habe im Normalfall hier den Regler so auf 3 Uhr eingestellt, das ist die Intensität.
Und die kann ich, wenn mir das unangenehm sein sollte, bei manchen Patienten, die empfinden es unangenehm, kann ich dann ein klein wenig zurückdrehen oder auch nicht, wie ich das will. Also nehmen Sie die Hand, setze mich bequem vor die Apparatur, starte und habe ungefähr 25 Minuten bei dieser Borreliose als Zeit. Achte darauf, dass die Hände nicht zusammenkommen. Setze mich bequem hin und dann läuft die Geschichte ab. Und dann sind im Regelfall die Borreliose-Bakterien zerstört. Zur Sicherheit machen wir das noch am Folgetag und darauffolgenden Tag. Und dann müsste das eigentlich erledigt sein. Man kann das ja in Labors medizinisch überprüfen lassen. Was ganz wichtig ist dabei, dass man an diesen Tagen, mindestens an den Tagen, entgiftet. Ich bin ja ein Fan, sowieso regelmäßig zu entgiften, aber gerade im Zusammenhang mit der Behandlung mit Agilcare sollte aufgrund der Gefahr der Einlagerung von Schwermetallen, Giften aus den Bakterien, aus den Parasiten, sollte entgiftet werden. Das kann man mit ausreichend Wasser trinken, sauberes Wasser trinken und Einnahme von Naturzeolith sehr, sehr gut realisieren. Gut, das ist ja sozusagen eine Nachbehandlung. Werner, noch kurz eine Frage zu diesem Regler hier, der sogenannten Intensität. Was steuert man mit dieser Intensität? Ja, während ich vom Computer aus die Frequenzmuster genau steuere, über die Verbindung mit USB, über diese Computerverbindung, steuere ich hier die Spannung, deshalb das Wort Intensität, und ab einer bestimmten Spannung sind sozusagen die Parasiten, und zwar selektiv genau die, die ich anspreche, empfindlich, und die werden dann zerstört. Und da ist, sagen wir mal, ein Erfahrungswert, dass es über einen bestimmten Wert sein sollte. Also es sollte ungefähr über der Hälfte sein. Deshalb empfehle ich immer 3/4. Das ist die Einstellung von 3 Uhr. Vielleicht sieht man es so gerade. Gut. Dann erreiche ich die notwendige Intensität, um die Parasiten über die Handelektroden auch im Körper, überall im Körper zu zerstören. Du sprachst davon, dass bei einigen Patienten wird eine höhere Intensität als unangenehm empfunden. Verspüren die dann so ein Kribbeln in den Händen oder was Ja, heißt unangenehm? also es ist so, dass bei bestimmten Frequenzmustern niedrige Frequenzen eingesetzt werden. Das ist notwendig. Und diese niedrigen Frequenzen, bei denen sind wir Menschen empfindlicher. Das hat nichts mit Gefahr zu tun, sondern es ist einfach bloß eine Sensibilität. Und wenn das als unangenehm empfunden wird, dann dreht man einfach ein Stückchen zurück. Ansonsten lässt man es so. Es tritt niemals eine Gefahr ein. Jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Agilcare. Alles klar, da geht es sozusagen um das Wohlgefühl. Man testet es einfach aus, was einem angenehm ist. Aus meiner Sicht ist die Anwendung einfach, sehr einfach. Wir brauchen, ich komme nochmal zurück, Computer, Laptop wird angeschlossen über ein sogenanntes USB-Kabel Das ist alles dabei beim Agilcare. an das Agilcare. Die Frequenzmuster für die konkrete Krankheit befinden sich auf dem Computer. Über 2000. Ich schalte Agilcare ein, variiere mit der Intensität und habe dann diese beiden Elektroden in der Hand. Die Empfehlung oder der Hinweis, das nicht zusammenzuführen, sondern ich sitze dann relativ entspannt im Sessel oder wie auch immer, 25 Minuten und dann ist das Ganze auch erledigt. Es sollte dann nochmal wiederholt werden am Folgetag und wir müssen ja dann auch die Gifte ausleiten mit viel Wasser beziehungsweise mit Zeolith. Danke, Werner. Michael, das hast du wunderbar erklärt. Vielen Dank. Danke, Werner, für die lebhafte Vorführung. Werte Zuschauer, liebe Zuhörer, ich denke, wir haben jetzt gemeinsam einen sehr guten Überblick erhalten. Mein Eindruck, es ist durch jeden einsetzbar und anwendbar. Wir müssen also keine Profis sein. Für mich waren auch ein Teil Erkenntnisse dabei, wobei ich das Gerät kenne. Ich hoffe, dass wir alle Ihre Fragen, die im Vorfeld aufgetaucht sind, so beantworten konnten. Sie brauchen also
keinen Respekt vor der Anwendung des Gerätes Agilcare zu haben. Wir haben die Dinge dargestellt und sind auf die Details eingegangen. Nochmal danke, Werner. War eine tolle Konstellation. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, unser nächstes Thema widmet sich der lebenslangen Gesundheit und der Beantwortung der Frage, wie es Menschen gelingt, ein Leben lang gesund zu sein und 120 und sogar älter zu werden. Bis dahin eine angenehme Zeit. Agilcare ist für alle Menschen interessant, die ihre Lebensqualität verbessern wollen. Ich meine, dass Personen das Ziel Leben ohne Krankheit mit Agilcare realisieren können. Bei vielen Menschen helfen herkömmliche Maßnahmen der Heilung nicht. Ihre Selbstheilung wird nicht ausreichend unterstützt. Deshalb setzen Sie Agilcare ein. Ihr eigenes Abwehrsystem wird durch diese besondere Körperpflege ertüchtigt. Mit anderen herkömmlichen Methoden sind nicht selten Nebenwirkungen, Risiken, Gefahren und Folgeerkrankungen verbunden. Deshalb vertrauen Menschen der Methode Agilcare, mit der bei sachgerechter Anwendung gemäß Gebrauchsanweisung weder Gefahren verbunden noch Nebenwirkungen oder Folgeerkrankungen zu erwarten sind. Agilcare treffen wir zunehmend in Haushalten gesundheitsbewusster Menschen an oder auch in Firmen, wo sich die Geschäftsleitung für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter verantwortlich fühlt. Selbstverständlich finden wir Agilcare auch in medizinischen Einrichtungen, wo die Anwendung von Methoden ohne Risiken, Gefahren, Nebenwirkungen und Folgeerkrankungen hohe Priorität genießen. Was ist bei Agilcare zu beachten? Risiken? Fragezeichen. Die Anwendung von Agilcare zielt auf die Zerstörung von schädlichen Parasiten ab. Gelingt das, so werden im menschlichen Körper eventuell in erheblichem Maße Schadstoffe, Schwermetalle oder Gifte frei, die nun durch die zerstörten Parasiten nicht mehr gebunden sind. Dem sollten die Anwenderinnen und Anwender von Agilcare mit der forcierten Ausleitung der Schadstoffe und Gifte begegnen. Mit dem Trinken ausreichender Menge sauberen Wassers ist das hinreichend getan. Ich empfehle über täglich ca. 1,5 Liter Trinkwasser hinaus die tägliche Einnahme von 6 Gramm Naturzeolit 10. Damit wird die Entgiftung noch effektiver. Naturzeolit 10 kann im Shop erworben werden. Wann darf Agilcare nicht eingesetzt werden? Es gibt auch Fälle, in denen Agilcare nicht angewendet werden darf. Das betrifft Kinder unter 12 Jahren, diese müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden. Schwangere, Menschen mit Herzschrittmachern oder anderen elektronischen Implantaten. Und schließlich Menschen unter immunsuppressiver Therapie. Mein Angebot an Sie. Erwerben Sie über unseren Shop das System Agilcare Pro. Es beinhaltet die komplette Frequenzmustersammlung von Dr. Ulrich Medizintechnik. Das ist die derzeit wohl Weltfrequenzmuster. Die Anwendungen sind nach Organ- und Indikationsgruppen unterteilt. Diese 32 Organ- und Indikationsgruppen finden Sie im Internet unter dem Link Ulrich-MTC und dort auf der Seite der Organgruppen bzw. des Katalogs. Die Zahl der Frequenzmuster in Agilcare wird durch mich als Hersteller ständig erhöht. Das geschieht einerseits aufgrund neuer Erkenntnisse internationaler Zentren, die wir für die Anwendung von Agilcare übernehmen, als auch aufgrund der Mutationen der Parasiten. Mutieren Parasiten, so ändern sich notwendig die dafür zuständigen Signaturen. Eine Besonderheit bei Agilcare besteht darin, dass Sie alle Erweiterungen zu den Frequenzmustern der erworbenen Organe und Indikationsgruppen zeitlich unbegrenzt kostenlos erhalten. Das gilt auch für jegliche Updates der Software. Diese Updates sind vorteilhaft, weil damit wirkungsvoll den Mutationen der Parasiten begegnet wird. Andererseits ist das Unternehmen Dr. Ulrich Medizintechnik unaufhörlich aktiv,
um neue Frequenzmuster zu erwerben und diese Ihnen zur Anwendung von AgriCare kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das Gerät selbst hat 3 Jahre Garantie. Ich denke, dass mit meiner Entwicklung AgriCare durch das weltweit unschlagbar günstige Preis-Leistungs-Verhältnis der weiten Verbreitung dieser hilfreichen Methode kaum Grenzen gesetzt sind. Das ist schon deshalb erfreulich, weil viele Menschen in Entwicklungsländern mit AgriCare den gefährlichen Infektionen wirksam begegnen können. Doch kann so manche gefährliche Baustelle wirksam begegnet werden? Im Shop finden Sie das und ich empfehle Ihnen, den Shop zu besuchen. Alle Gruppen und die darin enthaltenen Frequenzmuster finden Sie im Internet in meinem Katalog. Die Anwendungen des AgriCare Pro gemeinsam mit der zugehörigen Software sind mit einem Computer unter Microsoft Windows Betriebssystem denkbar einfach. Die mitgelieferte Gebrauchsanweisung ist sowohl für die Installation als auch für die Nutzung von AgriCare sehr hilfreich. Außerdem stehe ich Ihnen jederzeit Beantwortung von Fragen zur Verfügung.